Hi zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe jetzt gerade Feierabend, ich hatte Frühschicht, es ist jetzt 13.45 Uhr. Ich muss jetzt gleich Leona vom Kindergarten abholen, aber ich muss vorher was essen. Boah, ich sehe voll fertig aus. Ich muss vorher was essen. Leona ist natürlich im Kindergarten Mittag und Alex muss noch arbeiten bis 17 Uhr, das heißt, ich fahre jetzt kurz mit euch nach McDonald's. So, es wackelt voll. Ja. Wie sollte es anders sein? McDonald's. Es gibt gleich lecker Fast Food, aber muss auch sein. Der McDrive ist mal wieder mega voll. Ich habe da immer so ein Glück, immer wenn ich bei McDonald's bin. Ihr könnt gleich im Hintergrund schon McDonald's sehen. Ich bestelle mir gleich lecker Cheeseburger und ich esse die immer mit Mayo. Bitte? Ja. Dass die immer so. Hallo, herzlich willkommen mit deiner Bestellung, bitte. Hallo, ich hätte gern zwei Cheeseburger. Ja. Und zweimal Mayonnaise. Das alles? Das war's. 2,76 wollen wir bitte vor? Ja. 2,76 €. 3, bitte. Danke. Nein, danke. Ciao. So, ich hoffe, meine Mayo ist drin. Die vergessen so mega oft meine Mayonnaise und dann werde ich echt sauer, weil der Cheeseburger schmeckt nur mit Mayonnaise. Jetzt geht's ab nach Hause. Wir sind jetzt zu Hause. Okay. Ich habe jetzt auch mega Hunger und bitte seid mir nicht böse, dass ich so katastrophal aussehe auf dem Kopf. Aber morgens um 5 Uhr hat man keine Lust, sich die hübschesten Frisuren zu machen. So, ich habe jetzt gerade meine Cheeseburger gegessen. Oder eben besser gesagt, ich war jetzt gerade noch duschen. Nach der Arbeit muss ich immer duschen, deswegen sind meine Haare jetzt auch offen. Ja, so ein bisschen Luft trocknen und so. Und ich habe direkt nach dem Duschen gerade eben Abendessen gekocht. Es gibt lecker Spaghetti Bolognese. Ich kriege einen kleinen Einblick in meinen Kühlschrank. Sehr, sehr voll. Ich muss wieder einkaufen heute, wenn ich das noch schaffe. So, das haben wir schon gegessen. Das ist übergeblieben. Lecker, lecker. Nichts außer Tüte, alles frisch gekocht. Mit passierten Tomaten. Wir räumen jetzt ein bisschen auf. Beziehungsweise ich muss aufräumen und ihr dürft zugucken, wie ich aufräume. Wie ihr sehen könnt. Das Sofa ist etwas katastrophal und das muss gemacht werden. Kennt ihr diese Chips? Die sind so mega lecker mit Bacon aus dem Lidl. Was ich euch noch zeigen wollte, Leona hat heute was Schönes aus dem Kindergarten mitgebracht. Und zwar diese schönen Weihnachtsfenster. Die sind mit so einem Schuhkarton gebastelt, mit Sternchen und so. Das soll so ein Fenster, glaube ich, darstellen. Voll süß. Und mal gucken, wo wir das hinhängen. Hat sie schön gemacht. Leona spielt jetzt in ihrem Kinderzimmer. Die ist gut beschäftigt. Und ich räume hier ein bisschen das Bett auf und mache so alles hübsch. Da ist man 10 Minuten nicht im Kinderzimmer und dann passiert sowas. Passt mal auf. Tada! Mein Gott, ey. Wieso? Die hat alle ihre Kuscheltiere irgendwie da hingelegt und die waren vorher in dem Zelt. Und ja, wieso macht sie das? Und sie räumt das ja nicht auf, deswegen darf Mama das jetzt aufräumen. Ja. Viele von euch haben gefragt, wo dieses Spielzelt her ist. Das da. Das ist von Babywalz. Das kostet 30 Euro, glaube ich, nur. Ja. Beseitigen wir mal das Chaos. Ihre ganzen Kuscheltiere, die ich euch gerade gezeigt habe. Die liegen eigentlich immer in diesem Spielzelt drin. Und ja, ich habe euch ja schon das Video abgedreht zu Leonas Weihnachtsgeschenken. Das Video setze ich euch gerne unten in die Infobox. Zu Weihnachten hat sie nämlich auch diesen coolen Staubsauger bekommen. Aber der kann ganz schön nerven, wenn er zu lange an ist am Tag. So, dann bekommt ihr jetzt auch mal einen kleinen Einblick von Leonas Kuscheltieren. Es gibt einmal den Hugo, das ist ihr allererstes Kuscheltier und das ist so der Liebling. Den werden wir auch nie wegschmeißen. Ich glaube, das wird so ein Kuscheltier sein, was sie hoffentlich noch hat, wenn sie erwachsen ist. Dann haben wir hier den Bären. Den hat meine Oma selbst gemacht. Ganz süß.
Dann haben wir hier die Miezekatze, die hat auch meine Oma selbst gemacht. Die ist ganz cool, weil die so schlabberig ist und die kann man überall mit hinnehmen. Dann haben wir hier einen kleinen Hasen, ein Hippo, ein Kitkaninchen. Dann haben wir noch ihr Minion, was sie über alles liebt. Das darf nicht fehlen. Irgendwie sehe ich voll fertig aus heute, ne? Egal, es war ein anstrengender Tag. Dann der Dieter, den hat sie selbst so benannt. Den hat sie von ihrer Patentante bekommen. Ja, und ganz vieles mehr. Ein Kissen, was aufs Bett gehört. Dann den Björn aus meinem letzten Vlog, den wir bei Ikea gekauft haben. Dann so ein Teddy, der Musik macht. Dann einen großen Hasen, den die letztes Jahr zu Ostern bekommen hat. Der ist echt groß, aber der ist voll süß mit den Schlappohren. Und ihr Schnuffeltuch. Und noch ein Schnuffeltuch. Und ihre Kirschkernkissen-Eule. Genau. Wenn sie Bauchschmerzen hat, wird die warm gemacht. Oder wenn es richtig kalt ist und draußen Schnee liegt. Was wir dieses Jahr ja noch nicht oft hatten. Ja, meine Lieben, das war mein Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war nicht allzu langweilig mit mir zu Hause. Ab Sonntag gibt es neue Vlogs mit der neuen Kamera. Und ich würde sagen, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!